Oh, scheiße. Hallo. Juhu. Meine Damen und Herren. Hier vorne sehen wir Nebelfelder, die sich direkt übers Land ziehen. Hier in Berlin gibt's gleich. Das lassen wir noch ein bisschen laufen. Und es kommt ein Hoch und wieder ein Tief. Eine meiner größten Träume ist es, mal Wettermoderator zu werden. Ja, du kommst glaubst mal du, vorbei. Glaubst du, ich könnte das schaffen? Ja, du bist eigentlich schon fertig ausgebildet aus meinem. Echt jetzt? Ja, ja. Du hast alles. Perfekt. Du hast alles, was man braucht dafür. Dankeschön. Dann Gerne. Sind wir sehr gut vorbereitet auf unser nächstes Spiel. Ach. Donnerwetter. Wetter. Ja. Das sieht modern aus. Ja, das ist handgemalt. So möchte ich es auch mal haben. Du, das Budget ist großartig für diese Show, ist wirklich alles handgemalt. Und mit dem, hier, guck mal, das bleibt hängen. Ja. Magnet. Das sind Magneten, ja. Verrückt. Aber aus, keine Ahnung woher, aber die waren teuer. Die waren sehr teuer. Die Sonne ist also, versackt. Sven. Ja. Du bist Wettermoderator. Durch und durch, alle Leute kennen dich. Und wenn wir jetzt ein Spiel spielen würden, wo du das Wetter anmoderieren musst, wäre das schon sehr easy. Würde mir aber gefallen, dann könnte ich mal einen Pluspunkt sammeln vielleicht. Ja, aber ich würde sagen, wir haben noch so ein klein paar Herausforderungen für dich. Ich würde vielleicht ja, so Gemütszustände oder Sprachen oder Dialekte dir zuwerfen und du musst die dann in deine Moderation einbauen. Ich werde das Gleiche auch machen. Und ich glaube, dann werden wir hier zwei ganz tolle neue Formen von Wettermoderation sehen. Bist du ready? Ich bin ready. Meteorologe halt, ne? Aber es ist sexy. Also, ja. Ist es so? Nein, mal ehrlich. Also, oder? So. Ja? Nein, also. Meteorologe. Ja. Oder? Boah, ich hab. Ich muss ja mal. Wir sind ja hier unter uns. Ich kann dir das ja gerade erzählen. Und zwar habe ich. Jetzt muss ich selbst lachen. Ich habe eine schöne Zugreise gemacht, setzt sich ein Mädel mit in das Abteil, früher noch alte Züge, Abteil und so. Und dann kommen wir so ein bisschen ins Gespräch und dann sagt sie irgendwann, und was machst du, also es war noch vor meiner Fernsehzeit, was machst du beruflich? Und ich sage, ja, ich bin Meteorologe. Ja. Da passiert irgendwie gar nichts, sie guckt und überlegt und irgendwann sagt sie, katholisch oder evangelisch? das war super, das war klasse. Scheiße. War cool. Bist du ready für das Game, für unser Spiel? Also, was muss ich denn? Also, guck mal, du suchst jetzt mal eine Karte hier aus. Du nimmst einfach eine x-beliebige. Die näher an mir ist. Okay, dann nehme ich die andere. Da stehen ja jetzt. Umdrehen, okay. Okay, das sind aber wirklich. Guck mal, du fängst jetzt an, das Wetter zu moderieren. Ja. Und ich werf dann immer ein Wort rein oder halt ein Dialekt oder einen Zustand oder eine Form von Expression. Ah, Expression, very good. Ja, und ja. Du musst sie dann umsetzen. Ich leg das mal ab, das hilft mir jetzt nicht, ne? Nee. Weil ich nehme an, du musst danach das Gleiche machen. Ja, ich mach dann das Gleiche. Cool, ja. Aber ich werde wahrscheinlich jetzt nicht so rocken wie du. Ich fange einfach mal an, ja? Okay, also. Jetzt muss ich kurz gucken, im Wetter gucke ich ja immer da in die Kamera, ne? Ich erkläre das immer guck den Leuten. Guck du in die Kamera, ja? Ich werfe einfach zu dir rein. Ich mache das jetzt wie ein richtiger Wetterbericht und dann, genau, so machen wir das. Genau. Okay. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Wetter im Ersten. Ich begrüße Sie und die Wetterlage ist derzeit doch sehr unbestimmt. Sie sehen das. Also es kommt aus der Schweiz jetzt ein bisschen etwas über. Und wir haben da auch dickere Wolkenfelder und dann kann es auch mal einen Regenguss geben. Also das ist möglich. Mal Blitz und Donner ist auch nicht ausgeschlossen. Ja? Und also. Und dann kommt es natürlich auch Rheinländisch, mal zu, Rheinländisch. Dann ist es natürlich auch mal möglich, dass die Sonne was reinscheint. Das ist das Schöne. Es kann auch mal ein bisschen rumpeln, gerade Richtung Sauerland. Aber einzelne Schauer sind möglich. Das Schöne ist ja von Südwesten. Wissenschaftlich. Da geht es natürlich dann ein bisschen auf. Wir haben derzeit eine Kaltfront. Auf der Rückseite der Kaltfront erreicht uns feuchtkühle Meeresluft. Die Temperaturen in den nächsten Tagen erreichen meistens 12 nach 10 Espresso. 16 Grad. Und das Aufregende ist natürlich hier, diese Gewitter. Meine Güte, Leute, ihr müsst euch das mal überlegen. Da kann eine Dramatik hinterstecken. Und wenn die Sonne dann reinscheint, das wird uns begeistern. Leute, und am Bodensee, der Bodensee hat nicht nur 30, Französisch. Er hat 35. Französisch.
Und örtlich haben wir auch 40 Grad. Es kann richtig warm werden. Und wenn dann von Westen der neue Regen hereinzieht, dann müssen Sie sich keine Sorgen machen, weil anschließend haben wir einer. So kommt dann von den Niederlanden auch immer wieder die Flotte eingezogen. Und wir können überhaupt nicht klar sagen, was für eine Wetterentwicklung sich im Deutschland hat. Ladies and gentlemen, du hast jetzt gerade jeden Dialekt. Wie viele Dialekte sprichst du denn? Genau die. Krass, ey, das war mega. Leute, bitte noch einmal, ey. Ja, war richtig geil. Aber Can? Jetzt habe ich, ich habe jetzt ein Problem, weil... Nein. Ich kann es ja nicht so wie du, so, du hast ja... Du kannst die Wetterlage ja etwas unklarer definieren. Okay. Geh von wechselnd bewölkt, einzelnen Schauern, kurzen Aufhellungen aus. Einzelnen Schauern, kurzen Aufhellungen, okay. Also alles. Okay. Und dann machst du eine, du kannst noch Nebelfelder reinbringen. Die sind hier nicht zu sehen. Das ist total aufregend für die Zuschauer, wenn da was nicht zu sehen ist, was du aber sagst. Das ist dann ein Nebelfeld? Wenn du möchtest. Okay, ich hab's verstanden. Aber da regnet es nicht. Ne? Also das Nebelfeld ist dann mal hier. Ne? Ist Sonne und dann sagst du, oh, da gibt's aber zusätzlich im Torfmoor Nebel. Ne? So. Okay. Verstehe. Also so. Du kannst entspannt anfangen und ich beobachte das mal langfristig. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wetter. Mein Name ist Özcan Kosa. Hier im Norden sehen wir direkt heiter bis wolkig ein Sonnenfeld. Sagt man Sonnenfeld? Egal, nein. Ein Sonnenfeld, was hier Richtung... Arabisch. Betrunken. Chinesisch? Erotisch. Erotisch? Ja, steht hier. Erotisch. Habt ihr was Erotisches? Mach mal was Erotisches rein. Oh, Scheiße. Hallo. Juhu. Meine Damen und Herren. Hier vorne sehen wir Nebelfelder, die sich direkt übers Land ziehen. Hier in Berlin gibt's gleich. Das lassen wir noch ein bisschen laufen. Und es kommt ein Hoch und wieder ein Tief. Cholerisch. Was? Cholerisch. Cholerisch? Ja, was soll die Scheiße? Wer hat den ganzen Scheiß hier aufgebaut? Ist mir doch egal, ob's Wetter geht. Scheiß Sonne! Ah! Und sag denen, der es aufgebaut hat. Ja! Gangster-Rap! Gangster-Rap? Gangster steht hier. Gib mal ein Beat, Alter. Yeah! An alle Leute da draußen, wie wird das Wetter laufen? Sonne im Osten, Scheiße, es war drüben. Was soll ich sagen? Ich müsste lügen. Sven Plöger, heute am Start. Kosa Show, seid ihr dabei? Yeah! Motherfuckers in the Bronx. Yeah! Juhu! Kraft der Music. Super!